30% aller Fachkräfte wechseln innerhalb der ersten 2 Jahre bereits wieder ihren Arbeitgeber. Weitere 25% wechseln auch wiederum innerhalb der nächsten 2 bis 5 Jahre ihren Arbeitgeber. Und es ist auch heutzutage völlig normal, dass, wenn man sein Studium oder seine Ausbildung abgeschlossen hat, innerhalb der ersten Jahre mehrfach den Arbeitgeber wechselt. Das sind Zahlen, die eine Umfrage von StepStone aus dem Jahr 2017 ergeben haben. Und auch wenn man sich das heutzutage anschaut, hat sich das nicht viel verändert. Vom Arbeitsmarkt her, beziehungsweise vor allem auch von den Lebensläufen der Bewerbern her. Dazu kommt, dass über 70% der Angestellten in Deutschland offen und auch bereit sind, den Job zu wechseln. Das heißt, den richtigen Job zu finden, der zu einem passt und den man auch längerfristig machen möchte, scheint gar nicht so einfach zu sein. Und auch in der Schule ist es natürlich sehr, sehr schwer, da wirklich Berufsfelder herauszufinden und sie kennenzulernen, da es einfach dort nicht richtig möglich ist. Und auch außerhalb der Schule ist das nicht so viel anders. Und diese Berufstests, die es so auf dem Markt halt gibt, die ergeben halt meist irgendwelchen Bullshit und seltenst wirklich etwas Gutes. Genau aus diesem Grund bekommst du deswegen heute mal so einen Leitfaden, wie du für dich den richtigen und auch passenden Job finden kannst und vor allem halt auch die Info, wieso das Ganze auch mit dem ganzen Thema Geld zusammenhängt. Bleib dran und los geht's! Die einfachste Variante, um für dich herauszufinden, wie du den richtigen und passenden Job für dich finden kannst, ist es, wenn du die Ferien während der Schulzeit nutzt. Hier vor allem die Sommerferien, da du einfach einen längeren Zeitraum wirklich Zeit hast, um wirklich Dinge kennenzulernen, um wirklich mal anzukommen und nicht nur gerade so eine Woche. Ist natürlich gut, um zum einen Berufsfelder kennenzulernen, aber auch zu merken, welche Aufgaben du zum Beispiel sehr gut machen oder auch gerne machen möchtest und welche du zum Beispiel überhaupt nicht machen willst. Doch jetzt mal ganz offen und ehrlich. Wenn das der Fall ist und du das getan hättest, dann wärst du nicht bei diesem Video. Sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit befindest du dich eher in Richtung eines Studiums bzw. deiner Ausbildung oder aber überlegst gerade den Job zu wechseln. Denn wenn das nicht der Fall wäre, hättest du nach einem anderen Begriff gesucht und wärst nicht hier drauf gekommen bzw. jetzt auch nicht dieses Video angeklickt. Von daher wahrscheinlich eher etwas zu spät, deswegen müssen wir uns Alternativen anschauen. Und hier möchte ich dir eine Hilfe mitgeben, wo du für dich einfach wirklich Favoriten findest und gleichzeitig aber auch komplett Ausschlüsse treffen kannst, wo du sagst, das willst du gar nicht machen. Und dafür schnappen wir uns einfach mal eine schöne 4-Quanten-Matrix. Als allererstes müssen wir natürlich die Achsen korrekt beschriften und die erste Empfehlung, die du für dich nutzen solltest, um den richtigen Job zu finden, ist das ganze Thema Spaß und Freude. Ein Job, der zu dir passt, soll dir natürlich auch Freude bereiten. Und verstehe mich bitte nicht falsch, Freude und Spaß heißt nicht, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass es insgesamt vom Paket her passt. Also du wirklich für dich sagen kannst, okay, ich werde gefordert und gefördert, werde vor Herausforderungen gestellt, gehe einer Tätigkeit nach, die mir nicht langweilig wird, beziehungsweise mit der ich mich auch über 8 Stunden hinaus, sage ich jetzt mal, beschäftigen könnte, von der ich pausenlos reden kann. Das alles ist ein extremst wichtiger Punkt. Denn wenn du nicht gefordert werden würdest auf deinem Job bzw. auf deiner Arbeit, dann ist es tatsächlich auch so, dass du auch dann langfristig diesen Job nicht wirklich machen wirst. Denn es gibt sehr, sehr viele Gründe, gerade wirklich bei den langjährigen Berufstätigen, die halt ihren Job wechseln, weil sie für sich sagen, ich bin unterfordert, es ist langweilig. Und genau das ist ja natürlich nicht das Ziel, deswegen wichtiger Punkt. Die zweite Achse von der Empfehlung her solltest du mit dem Punkt Gehalt und Einkommen betiteln. Denn damit bestreitest du ja deinen Lebensunterhalt. Und wenn das nicht passt, du also deinen Lebensunterhalt gar nicht stemmen kannst oder so, ich sage jetzt mal, Arsch auf Kante lebst, jeden Cent 3-mal rumdrehen musst, dann wirst du auch langfristig nicht glücklich, sondern suchst auch dann wieder einen anderen Job. Deswegen auch hier ein wichtiges Thema für dich mit reinzuschauen, ist es halt auch gut genug bezahlt. So, damit haben wir den Grundaufbau und jetzt geht es darum, das Ganze mit Leben zu füllen. Und fangen wir mit dem einfachsten Part an, nämlich das, was dir weder Spaß macht, noch gut bezahlt ist. Sprich, wir sind jetzt im untersten Quadranten. Denn in diesem Fall ist es halt wirklich wie Sklavenarbeit, deswegen betiteln wir das Ganze auch so. Und hier solltest du wirklich für dich schauen, das Ganze aus dem Repertoire herauszustreichen. Mach das gar nicht, fang damit gar nicht erst an, das ist weder kurzfristig, noch mittelfristig, noch langfristig eine gute Variante. Bleiben wir gleich mal auf der unteren Leiste und hüpfen auf die andere Seite rüber, nämlich das, was halt dir sehr viel Spaß und Freude bereitet, aber nicht gut bezahlt ist. Denn hier ist es tatsächlich zumeist aus 2 Gründen der Fall, dass du nicht viel Geld bekommst. Entweder du fragst halt nicht danach oder forderst auch nicht, was halt wirklich meistens der Fall ist, oder aber, und das ist eher seltener der Fall, aber kommt auch vor, du bist halt einfach nicht gut da drin. Es macht dir Spaß, es macht dir Freude, aber es ist halt auch so, du sagst, okay, ich mach's gerne, aber ich muss halt nicht exorbitant wirklich perfekt da drin werden oder ein Profi werden oder ähnliches, weil es dir halt wirklich einfach nicht wichtig ist. Und aus diesem Grund können wir diesen Quadranten auch sehr gern einfach mal als Hobby bezeichnen.
In diesen Quadranten bewegen sich übrigens sehr, sehr viele Menschen, weil ihnen zum einen das Thema so Geld nicht wichtig ist, was übrigens ein sehr gefährlicher Glaubenssatz ist, dass sie sich selbst belügen. Darauf jetzt einzugehen, würde aber den Rahmen des Videos sprengen, deswegen findest du hier oben jetzt nochmal genau dazu ein separates Video. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich die Menschen ganz oft nicht gelernt haben, den eigenen Wert einzuschätzen bzw. auch zu fordern und zu verhandeln. Dazu kommt, dass wir einfach in Deutschland das Thema finanzielle Bildung nicht im Schulsystem haben oder auch allgemein nicht im Bildungssystem, weshalb natürlich nur sehr wenige Menschen sich damit auseinandersetzen. Genau dafür ist übrigens auch dieser Kanal da, genau dieses Thema weiter in die Gesellschaft, in die Bevölkerung reinzubringen. Und von daher, wenn du es noch nicht gemacht hast, gib gerne dem Video einen Daumen nach oben, abonniere auch den Kanal, damit einfach viel, viel mehr Menschen von diesem Thema erfahren und vor allem sich auch damit auseinandersetzen können, sowie auch beschäftigen können. So, schauen wir uns jetzt den dritten Quadranten an, und zwar der zwar keine Freude bereitet, aber gut Einkommen generiert. Und das kann natürlich für den einen oder anderen auch eine gute Lösung, eher so kurzfristig sein, wenn natürlich auch Geld viele Möglichkeiten bietet, wie sie auch gut Probleme lösen kann. Mittel- und auch vor allem langfristig ist er ja keine gute Lösung. Aus dem ganz einfachen Grund. Du machst den Job wirklich nur des Geldes wegen, rennst also dem Geld hinterher und empfindest aber gar keine Erfüllung. Dadurch kommen ganz oft andere Lebensbereiche einfach viel zu kurz, und es ist auch so, dass halt diese innere Leere sich immer mehr bemerkbar macht. Bei vielen äußert sich das dann in den größeren Fällen im Burnout oder auch in der Depression, oder aber im schlimmsten Fall kann es auch wirklich zur Sinnkrise kommen. Hier ist es ganz oft so, dass hier die Menschen drin sind, die nichts anderes kennen, außer halt Arbeit, Arbeit und Arbeit. Von daher auch genau hier der Begriff Workaholic. Diese beiden letzten Quadranten, also Quadrant 2 sowie auch Quadrant 3, sind kurzfristig für den einen oder anderen tatsächlich eine gute Lösung. Mittelfristig, aber vor allem langfristig, keine gute Idee. Denn auch hier wirst du keine Erfüllung finden und irgendwann wirst du es bereuen oder Vorwürfe machen oder ähnliches. Von daher gucken wir uns jetzt noch den letzten Quadranten an, und zwar der, der viel Spaß und Freude bereitet und auch gutes Einkommen generiert. Das ist natürlich das, was wir alle anstreben, auch gerne haben wollen, von daher ganz einfach der Traumjob. Wichtig ist dabei, was du für dich unbedingt wirklich realisieren sollst und auch dir wirklich bewusst machen solltest. Traumjob heißt nicht, dass alles immer perfekt ist, es keine Konflikte gibt, keine Streitereien oder ähnliches. Sondern der Traumjob, da stimmt das Gesamtbild von allem. Und genau wie ich es auch vorher schon gesagt hatte, Herausforderungen zu bekommen, vor Probleme gestellt zu werden, das ist natürlich genau das, was für Wachstum sorgt. Und letztendlich wirst du dadurch auch viel, viel mehr die Erfüllung finden, beziehungsweise auch wissen, okay, ich mache etwas Gutes. Und beim Traumjob ist halt einfach Arbeit nicht mehr Arbeit, sondern du gehst in dem Sinne dein Hobby nach und wirst dafür halt auch einfach noch wirklich gut bezahlt. Jetzt hast du für dich eine Übersicht, wonach du für dich Berufe einordnen kannst, und zwar in die jeweiligen verschiedenen Quadranten. Das ist auch gerade mal der erste Schritt. Jetzt kommt der zweite Schritt, nämlich das Ganze auch wirklich zuzuordnen. Und dabei empfehle ich dir folgende Vorgehensweise. Im ersten Schritt wiederum solltest du für dich schauen, welche Aufgaben, Tätigkeiten oder auch Themenbereiche du auf gar keinen Fall machen möchtest. Also wenn du sagst, nee, das liegt mir nicht, das zieht mir Energie raus oder das belastet mich halt auch, und egal wie gut du dich anstrengen würdest, du würdest immer nur Mittelmaß maximal werden. All diese Punkte schreibst du in den Bereich Sklave rein, also in den ersten Quadranten, den wir uns angeschaut haben. Bei mir ist das zum Beispiel sowas wie Thema Physik oder auch Chemie, weil es einfach wirklich meine Welt ist, oder auch sowas wie Elektrotechnik. Oder aber auch zum Beispiel sehr eintönige Tätigkeiten fallen dort bei mir mit rein. Also sowas wie zum Beispiel Programmierung. Es ist zwar mal interessant, aber es könnte auf keinen Fall längerfristig oder auch noch nicht mal mittelfristig machen. Sammel hier auch wirklich alles, was dir einfällt. Keine Filter verwenden oder irgendwas, sondern wirklich einfach frei sammeln. Der zweite Schritt, den du dir jetzt wiederum anschauen solltest, und zwar alles das zu sammeln, wo du sagst, das gibt dir Freude, das erfüllt dich, das machst du gerne. Oder auch halt, womit du dich Tage und Wochen lang beschäftigen kannst. Bei mir ist das zum Beispiel auch sehr stark das ganze Thema Finanzen. Ich könnte mich wirklich stundenlang, tagelang, Wochen und auch monatelang damit beschäftigen. Ich werde nicht müde. Für mich ist das keine Arbeit. Für mich ist das einfach, ja, Erfüllung, Freude mit allem, was halt dazugehört. Auch hier komplett sammeln und das Ganze in Richtung Traumjob schreiben. Das können Aufgaben sein, das können halt wirklich Tätigkeiten sein. Es können aber auch wirklich Themenbereiche halt sein. Alles das, wo du sagst, das mache ich gerne. Und anhand dieser zwei Punkte jetzt erst einmal kannst du jetzt für dich wiederum schauen, okay, welche Aufgaben machst du richtig gern, und davon kannst du jetzt nach Berufsfeldern schauen. Da gibt es viele Möglichkeiten heutzutage, und diese Berufe wiederum kannst du dann in die jeweiligen Quadranten einordnen, entweder in den Traumjob, in den Workaholic oder aber zum Beispiel halt in den Bereich Hobby. Und ich verspreche dir, es werden nur wenige Jobs wirklich in den Bereich Traumjob reinfallen.
Aber genau das sind dann diejenigen, die dich wirklich auch langfristig erfüllen werden und übrigens auch schon im kurzfristigen Bereich dir Freude bereiten werden. Und mit dieser Übersicht, sowie halt auch mit diesen Schritten, wie du für dich vorgehen kannst, wirst du für dich es wesentlich leichter haben, deinen Traumjob zu finden. Ich hoffe sehr, es hat dir geholfen, mal so einen Plan für dich an die Hand zu bekommen und auch, dass du das wirklich machst, also diese Einteilung vornimmst. Denn wenn nicht, dann war es einfach nur echt schade um deine Zeit eben gerade. Jetzt natürlich die große Frage noch am Ende, warum ist denn auf einem Finanzkanal ein Video, wie du für dich den richtigen Job finden kannst? Und das ist ganz einfach. Aus dem ganz einfachen Grund, Finanzen beeinflussen halt auch alle anderen Lebensbereiche, so wie auch alle anderen Lebensbereiche deine Finanzen beeinflussen. Man kann das nicht getrennt betrachten und sagen, ich habe jetzt nur diesen einen Lebensbereich und der ist abgekoppelt und das sind meine anderen. Das funktioniert halt nicht, sondern es ist alles immer zusammenhängt und der Gesamtblick ist halt entscheidend. Genau aus diesem Grund heute mal das. Und wenn natürlich du für dich ein höheres Einkommen generierst, hast du für dich auch wiederum mehr Geld zur Verfügung, was du verwenden kannst, um deine Ziele zu erreichen und für dich entsprechend was aufzubauen. Das war's auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und schreib uns doch gerne mal in die Kommentare rein, wie du zu diesem ganzen Thema stehst, beziehungsweise wie du für dich deinen Job bisher ausgewählt hast und auch, wie du für dich zukünftig deinen Job wählen möchtest. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal weiterhin viel Erfolg mit deinen Finanzen und freue mich schon das nächste Mal hier bei Finanzwissen kompakt.